Vielen lieben Dank. Danke, 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 danke. Schönen guten Morgen. Heute von mir mal wieder ein Vlog. Ist schon länger her, dass ich mal einen gemacht habe. Also wie es einige schon mitgekriegt haben, hatte ich ja vor kurzem eine Umfrage gemacht. Das heißt, vor kurzem ist es auch schon weit her, seit ich die gemacht habe. Vielen lieben Dank für alle, die daran teilgenommen haben. Es waren am Ende unglaublich viele Leute, mit denen ich niemals gerechnet habe. Ich hatte damit gerechnet, dass vielleicht so 5 oder 10, maximal 10, also ich habe mit maximal 10 Leuten gerechnet, die daran teilnehmen. Und wobei ich noch eigentlich gedacht habe, dass da viele irgendwie vorher den Fragebogen abbrechen, weil es ihnen zu lange dauert oder irgendwas in der Richtung. Nein, es haben am Ende fucking über 60 Leute teilgenommen. Also die Umfrage ist im Übrigen auch immer noch nicht beendet. Keine Ahnung, vielleicht kommt tatsächlich noch welche, aber dass da so viele Leute dran teilgenommen haben, es war schon in den ersten Tagen, wo ich schon das Ding auf 30 geklettert ist, habe ich gedacht, what the fuck? Danke an die über 60 Leute, die teilgenommen haben. Vielen lieben Dank. Danke, 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 danke. Wer auch immer an dem Gewinnspiel, das es am Ende gab, teilgenommen hat, die E-Mails habe ich jetzt alle und ich werde alle anschreiben. Also die werde ich natürlich nicht veröffentlichen, weil ich kann ja hier schlecht E-Mails von euch veröffentlichen. Das war ja nicht gut. Ich werde diejenigen, die bei der Verlosung gewonnen haben, werde ich anschreiben. Und denen werde ich einfach Bescheid sagen und ihnen sagen, was sie gewonnen haben. Damit ihr auch ein kleines bisschen doch was zurückkriegt. Aber ich wollte jetzt nicht nur das machen, sondern ich wollte euch auch erstmal natürlich ein kleines Danke-Video machen, dafür, dass ihr teilgenommen habt. Nochmal vielen Dank dafür. Es hilft mir ungemein, wenn ihr, dass ihr an dieser Umfrage teilgenommen habt. Und ja, ich kann mich nicht genug dafür bedanken. Diese Antworten, die sind einfach, die sind so schön. Und das dritte, wofür ich euch aber noch belohnen will, ist, dass ich jetzt dieses Video mache, wofür ich euch nicht nur danken werde, sondern diejenigen, die die Umfrage ausgefüllt haben, die haben ja mit Sicherheit gemerkt, dass es nicht nur Fragen gab, wo ihr was ankreuzen konntet, sondern wo ihr auch selber Antworten geben konntet. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass ich so viele Antworten bekomme. Und auch noch teilweise Antworten, die teils echt tiefgründig waren. Wow! Dafür Props. Und das Ding ist, ich habe diese Antworten bekommen und mir teilweise auch Gedanken drüber gemacht. Und am Ende habe ich mir so viele Gedanken darüber gemacht, dass ich gedacht habe, das muss ich jetzt mal klären, darüber muss ich mal reden. Und sei es jetzt in einem Video oder weiß der Geier wo. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Ich habe mir halt noch überlegt, dass ich vielleicht irgendwie das mal in einem längeren Blogartikel schreibe oder so und darüber mal rede. Im Prinzip könnte ich eigentlich auch auf die Person direkt antworten, aber das Problem ist, die Umfrage war anonym, deswegen habe ich keine Ahnung, wer was geantwortet hat und kann darauf dann natürlich auch nicht reagieren. Und deswegen mache ich es jetzt einfach als Video. So, so viel zur Einführung. Wie lange habe ich es gequatscht? 6 Minuten. Geil. 6 Minuten Einleitung. Wunderbar. Ich bin der beste Moderator auf der ganzen Welt. Was haben wir denn hier? Das muss ich erstmal lesen. Da habe ich gefragt, für welche Produkte ihr euch interessiert. Da konntet ihr natürlich anklicken, welche Produkte euch am meisten interessieren. Es ist ehrlich gesagt sehr gleich verteilt. Was sich aber natürlich herauskristallisiert, weil ich natürlich genau euch gefragt habe. Die meisten haben für den Manga gestimmt. Vielen Dank, das ist auch das, was ich auf jeden Fall weiter produzieren werde. Das wird nicht abreißen. Aber es war auf jeden Fall sehr interessant, das halt alles mal zu lesen, wofür ihr euch noch interessiert. Und es gab halt unten auch noch mit etwas anderes und dann konntet ihr selber eintragen, was ihr gerne haben wolltet. Dazu möchte ich mal gerne ein paar Sachen sagen. Das erste, was hier steht, ist Plüschis. Ich habe schon mal drüber nachgedacht, also ich wurde schon sehr oft darauf angesprochen, dass ich mal Plüschis mache. Also vor allem von dem Schaf sollte ich Plüschis machen, von der Maus und von dem Staubhasen, also von Husby. Sollte ich mal Plüschis machen, es ist nicht ganz so einfach, Plüschis zu machen. Da weiß ich noch nicht so ganz, wie ich das machen soll. Dann wurde ich auch noch angegeben Kakaokarten, das liegt aber bloß an mir, weil das habe ich vergessen an die Liste mit einzutragen. Aber Kakaokarten, klar, es kam dann hier öfters. Ich werde auch weiter Kakaokarten produzieren. Also ich werde das weitermachen und ich werde auch Originale noch zeichnen und ich werde auch weiter Auflagen haben, also die wird es weiter noch geben. Kleidung, T-Shirts habe ich schon.
T-Shirts kann man bei mir auch kaufen. Sticker habe ich ja auch. Gott sei Dank, die habe ich jetzt auch komischerweise in die Liste nicht aufgenommen, aus welchen Gründen auch immer. Wahrscheinlich ist es mir da auch einfach nicht eingefallen. Briefpapier, Wasserzeichen, Skizzenblock. An Notizbücher und an Notizblöcke habe ich halt auch noch gedacht und an Skizzenbücher. Da muss ich dann halt mal zusehen, dass ich das irgendwie mache. Wenn euch das interessiert, ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch das interessiert und ob ihr das wollt. Was mich natürlich im Endeffekt geärgert hat, war, dass mir nicht eingefallen ist, noch ein Artbook mit hineinzuschreiben. Weil ich plane ein zweites Artbook. Das wird auf jeden Fall wesentlich besser als das, was ich davor hatte. Das, was ich davor hatte, das habe ich im ersten Jahr gemacht. Und da war ich noch ziemlich unerfahren mit Design und Seitenanzahl, Papierstärke und dem ganzen Gedöns rundrum. Ich werde es auf jeden Fall etwa 1000 Mal besser machen. Es wird wesentlich mehr Seiten geben, es wird wesentlich edler aussehen, es werden viel, viel mehr Illustrationen drin sein, auch sehr viel mehr, die ihr nicht kennt. Ich bin auch mal gespannt, was ihr dazu sagen werdet, aber das wird noch eine Weile dauern, bis ich dahin komme, bis ich das veröffentlichen kann, aber es wird wieder ein Artbook geben. Hast du schon mal etwas gesehen, wovon du denkst, dass es auf einem Zeichnertisch eher nichts verloren hat? Wenn ja, was war es? Kam ganz viel Nein. Also das, was ihr von Zeichnern erwartet, das seht ihr dort auch. Es kamen aber auch sehr kreative Antworten hier. Ein blaues Krokodil, nein, das war eine Spaßantwort. Zu viel Werbung für andere Produkte. Habe ich ehrlich gesagt noch nie auf anderen Tischen gesehen oder zumindest jetzt nicht so exzessiv. Das ist dann halt eher so bei den Händlern, dass sie auch für andere Händler noch Werbung machen. Wenn ich Produkte oder Produkte in Anführungsstrichen, also richtige Produkte von anderen Leuten, lege ich sowieso nicht auf meinen Tisch, weil das darf ich überhaupt nicht. Aber wenn das jetzt so ein kleiner Flyer ist oder mal eine Visitenkarte ist von jemand anders, dann mache ich es wirklich nur, weil ich den supporten will und weil ich möchte, dass der auch supportet wird. Und dann ist es halt einfach nur ein Gefallen, den ich dem tue. Es hat keine kommerziellen Gründe oder was in der Richtung. Nein, nein, nein. Kosmetika. Finde ich auch. Ich finde, Kosmetika haben jetzt nicht zwangsläufig was auf einem Zeichnertisch verloren. Ich finde, die Konichi hat das da ganz gut gelöst. Weil es gibt sehr viele Leute, sehr viele Hobbykünstler, die so Dinge wie Schmuck und halt auch Kosmetika und solche Sachen gerne basteln und herstellen. Aber die passen natürlich nicht auf einen Manga-Markt oder die passen nicht in die Zeichner rein. Weil die zeichnen halt nicht. Aber das sind eben kreative Menschen, die gerne basteln und die das gerne machen wollen. Und bei der Konichi gab es dann halt den Manga-Markt und gesondert von dem aber auch noch das Kreativzelt. Und da waren die dann drin und das fand ich cool. Aber ich fand es halt cool, dass man auch solchen Leuten, die sowas gerne machen, die Chance gibt, sich auf einer Convention zu präsentieren und das halt nicht nur den Zeichnern vorbehalten ist. Ne?